Willkommen in meiner Küche. Heute machen wir schnelle, softe Puddinghörnchen von Slava. Als erstes müssen wir dafür unseren Pudding zubereiten. Dafür benötigen wir 250 ml Milch, ein Päckchen Puddingpulver mit Vanillegeschmack, man kann auch Schokolade nehmen, was man halt mag, und 4 bis 5 voller Esslöffel Zucker. Wir geben jetzt einfach alles in unseren Mixbehälter. Ich mag es allerdings nicht ganz so süß. Statt 4 bis 5 Esslöffel nehme ich nur 3. So, das Ganze verrühren wir jetzt für 10 Sekunden. Feuerdeckel zu. Auf Stufe 5. Auf Stufe 3 kochen. So, die 4 Minuten sind um. Mein Pudding hat in der Zeit auch gekocht. Jetzt müssen wir unseren Pudding kalt stellen. Sieht jetzt gerade noch recht flüssig aus, muss ich mal gestehen. Wir probieren es trotzdem aus. Vielleicht wird er noch fester, wenn er gleich im Kühlschrank ist. Oder ich überlege, ob ich ihn jetzt noch mal eine Minute anstelle, denn ich zeige euch mal das Ergebnis. Ist doch noch sehr, sehr flüssig. Und wie man da oben sieht, Brandstelle haben wir auch, aber nützt du nichts. Ich musste die Milch jetzt zum Kochen bringen und da brauche ich die 100 Grad. Echt am Überlegen. Ich stelle ihn nochmal an. Denn so flüssig können wir ihn wirklich nicht gebrauchen. Aber ich nehme die Stufe dann auch eins höher. Ich nehme jetzt von der Zeit her eine Minute dran. Temperatur bleibe ich jetzt bei 80 Grad, weil sie hat ja auch schon gekocht, die ist heiß. Und statt Stufe 3 nehme ich jetzt Stufe 4. Mal schauen, ob das schon gereicht hat. Ich habe das vor kurzem ja auch Pudding gekocht für die dänischen Karnevalskrapfen. Da hatte das auf Anhieb geklappt. Aber jetzt ist er viel fester. Ich rühre ihn noch einmal um. Und ich glaube, wenn er jetzt gleich im Kühlschrank ist zum Abkühlen, dann habe ich ihn auch fest. Ich zeige euch nochmal das Ergebnis. So. Ich fülle ihn also jetzt in meine Schüssel rein. Und ihr macht das gleich genauso wie bei den dänischen Karnevalskrapfen. Und zwar decke ich den mit Frischhaltefolie gleich ab, damit sich keine Haut da drauf bildet. So, ich stelle den einmal zur Seite. Ich lasse gleich direkt heißes Wasser reinlaufen und sprühe ihn von innen mit meinem Zauberspray ein. Dann sollte ich ihn auch gleich ganz schnell und leicht wieder sauber bekommen. So, dass das ja auch sehen können. Ist die Schüssel dann im Bild? Ich schaue mal. Ja, könnt ihr alles sehen. Und zwar messe ich wieder grob ab, dass ich die Rolle einmal über die Schüssel halte. Ich schneide immer dann mit diesen Häkchen an der Verpackung, da komme ich nicht mit klar, da bleibt mir immer alles dran hängen. So, und jetzt schiebe ich es einfach nur leicht oben auf den Pudding drauf. So bildet sich keine Haut und ich kann ihn dann gleich für unsere Hörnchen gut verwenden. Wie gesagt, das Ganze muss jetzt im Kühlschrank und wenn er abgekühlt ist, dann geht es gleich weiter. Mein Pudding ist nun kalt, also fange ich jetzt mit dem Teig an. Wir können jetzt auch schon hingehen, bevor wir mit dem Teig anfangen, unseren Backofen vorheizen auf 200 Grad Ober-Unterhitze.
So, für unseren Teig brauchen wir 250 Milliliter lauwarme Milch, einen halben Löffel Hefe, 3 bis 5 volle Esslöffel Zucker. Dann brauchen wir 500 Gramm Mehl, 550er, eine Prise Salz, ein Päckchen Backpulver, ein Eigelb und 100 Milliliter Öl oder 80 Gramm Butter. So, meine Milch kommt gerade aus dem Kühlschrank, die ist also noch kalt. Da gehe ich dann jetzt als erstes hin und stelle die mal für 2 Minuten auf 40 Grad. Stufe reicht 1, wir wollen dann ein bisschen warm machen. So, unsere Milch ist nun lauwarm. Das heißt, jetzt können wir hingehen und uns unsere Hefe dazugeben. Die auch schön zerbröseln schon beim Reinmachen. Dann ist es gleich ein bisschen leichter. So, jetzt brauchen wir noch wieder Zucker dazu. Slava sagt 3 bis 5 volle Esslöffel. Wie beim Pudding nehme ich auch hier nur 3. Das Ganze jetzt ebenfalls wieder für 2 Minuten, 40 Grad und Stufe 2. So, als nächstes geben wir unser Mehl dazu. Ich habe in mein Mehl schon eine Prise Salz mit reingetan. Dann konnte ich nämlich meinen Salzstreuer schon wieder wegräumen. So, dann das Päckchen Backpulver. So, auch das schon mal zur Seite. Dann brauchen wir unser Eigelb. Und unser Öl. Ich habe jetzt Öl genommen, wie gesagt, ihr könnt anstatt 100 Milliliter Öl auch 80 Gramm Butter nehmen. So, das Ganze stellen wir jetzt für 4 bis 5 Minuten auf Kneten. Ich nehme jetzt erstmal 4 Minuten und schaue mir dann den Teig an. Die Zeit ist rum. Schalte Kali schon mal aus. Der hat jetzt gleich erstmal eine kurze Pause, bis es gleich weitergeht mit einer Hackkäse-Lauchsuppe. Aber jetzt sind wir ja erstmal noch bei unseren soften Puddinghörnchen. Ich löse wieder das Messer. Ich schub's das so ein bisschen mit runter. So. Zack. Dann löst sich auch schon alles, wenn ihr jetzt einmal reinschaut. Ein bisschen ist noch drin. Da hole ich mir eben meinen Spatel und kratze das aus. So, wenn er denn raus möchte. Aber er kommt sofort. Dann haben wir Nummer 1. Ein bisschen ist noch drin, das hätte ich auch gerne noch raus. So. Stelle ich mir eben meinen Topf zur Seite. Und gleich brauche ich Platz. So, auch hier kratze ich wieder den Teig ein bisschen runter. Zu schade, wenn man den alle einfach wegwirft. So. So, ich nehme mal eben meinen Ring ab. So, jetzt haben wir unseren Teig zu einer Rolle formen. Das ist ganz leicht, weil der Teig lässt sich gut kneten. Der passt sich schön an. Ich bin jetzt immer überlegen, ob ich ein paar kleinere mache, nicht so große. Das schaue ich mal sofort. Ich muss mir meine Teigkarte holen. Damit kann ich besser den Teig abtrennen. Ich lege einfach mal los und mache mir so Stücke einfach ab. Und dann sehe ich ja, wie viele ich bekomme. Ja, sind jetzt 6, 7. Die finde ich ein bisschen groß. Dann mache ich mir dann noch mein 8. zurecht. So. Ich lege die erst wieder zur Seite, die anderen. Denn jetzt müssen wir erst wieder ausrollen. Ich knete das mal erst eben nochmal durch. Ich mache das so ein bisschen, ja, ähnlich wie eine Kugel.
Und jetzt sollen wir das wie eine Zunge ausrollen, also so ein bisschen oval. So, ich denke mal, das reicht schon. Jetzt hole ich mir eben noch meinen Pizzaschneider dazu. Denn jetzt sollen wir auf einer Hälfte ja so 4 bis 5 Einschnitte machen. So, bei dem hier habe ich jetzt 5 gemacht. Jetzt hole ich meinen kalten Vanillepudding dazu und gebe hier einfach so einen Strang drauf. Wie ihr seht, also er ist noch schön fest geworden. So, und jetzt müssen wir unsere Hörnchen aufrollen. Ich drücke mal den Teig so ein bisschen mit an. Ich hoffe, dass er dann auch schön zu bleibt. So, und jetzt lasse ich das auch schön locker. Da drücke ich jetzt gar nichts mehr an. Ich lege das schon mal rüber aufs Backblech. So, mit dem nächsten verfahren wir genauso. Eins zeige ich euch noch und dann schalte ich euch eben weg, damit ich das schnell weitermachen kann. Oder ihr könntet mir noch Vorschläge machen. Denn ich habe bald mein 100. Video am Start. Und ich suche noch schöne Ideen, was ich da machen kann. Wenn ihr also sagt, Mensch, ich möchte gerne mal sehen, wie du einen Teig für eine Torte machst, wie du einen Schweinebraten machst, schreibt mir einfach und ich gucke mir dann eure Vorschläge an und suche mir dann was Schönes raus, was dann mein 100. Video werden soll. Es ist egal, ob Vorspeise, Nachspeise, Hauptgericht, Kuchen, Likör. Wenn da was Schönes bei ist bei euren Vorschlägen, dann werde ich das übernehmen und gucken, ob ich euch davon ein Video machen kann. So, auch das bringe ich rüber auf mein Backblech. Wie gerade schon erwähnt, ich schalte euch mal eben kurz aus. So, ich habe nun meine Hörnchen alle fertig. Unser nächster und letzter Schritt wird sein, dass wir ein Ei nehmen, das verquirlen und damit einfach jetzt nur noch die Hörnchen einstreichen. So, wer jetzt möchte, kann da schön gehobelte Mandeln noch mit drauf geben. Ich kann mir vorstellen, dass auch Krokant gut da drauf schmecken würde. Also je nach Geschmack wieder. Ne? Also ist halt unterschiedlich. Der eine mag dies, der andere mag das. Ich gebe mal direkt meine Mandeln mit rüber. Weil ich nicht weiß, wie schnell das Ei sonst antrocknet. Sonst fällt mir nachher alles davon runter. Mit was kann man die Hörnchen alles befüllen? Ihr könnt da herzhafte Hörnchen rausmachen mit Eischinken und sowas. Ihr könnt aber auch, statt Vanillepudding nehmt ihr Schokopudding oder die Nuss-Nougat-Creme. Es gibt so eine Mohnmischung, die kann man reinmachen. Da müsst ihr einfach mal testen, was euch am besten schmeckt und halt, was ihr mögt. Alles schön einpinseln. Ich glaube, es wird jetzt doch schneller gehen, wenn ich erst einpinsel und dann die Mandeln darüber verstreue. Gebacken werden die gleich einfach nur noch 15 bis 20 Minuten, dann ein bisschen erkalten lassen und schon kann man sie auftischen. Ist also wirklich ein schnelles Rezept. Das längste von allen war im Grunde der Vanillepudding, da er noch kalt werden musste. So, die beiden mache ich jetzt erst fertig mit Mandeln. Also wirklich ein schönes Rezept. Ich denke mal, wenn man die doppelte Menge braucht, sollte man Kali zweimal anstellen. Das nicht in eins machen, dafür wird der Teig zu viel. Denn dadurch, dass wir mit warmer Milch arbeiten, geht der Teig im Kali schon ein bisschen mit auf. Und das würde von der Menge her zu viel werden. Also da würde ich zweimal anstellen, aber das ist so schnell fertig.
Das dürfte kein Problem sein. Vanillepudding kann man direkt die doppelte Menge nehmen. Müsste man eventuell die Zeiten ein bisschen anpassen und es länger kochen lassen. So, gleich haben wir es geschafft. Ich freue mich schon ein bisschen auf das Endergebnis. Denn so bis jetzt gefallen sie mir ganz gut. Auf den Fotos von der Slava, da sahen die auch sehr lecker aus. Und ich habe auch schon Fotos gesehen in Facebook-Gruppen, wo das nachgebacken wurde und auch die Fotos gezeigt wurden. Also ich habe bis jetzt keinen gelesen, der sagte, das ist nichts, die schmecken nichts, die sind zu pampig oder sonst was. War eigentlich durchweg positive Bewertung für die Hörnchen. Ihr könnt sie auch gerade lassen, dann habt ihr eher so Stangen anstatt Hörnchen oder kleiner machen, größer machen, wie ihr das halt möchtet. Also wenn man mit so einer Mohnfüllung zum Beispiel arbeitet, die gibt es ja fertig im Geschäft. Dann sind die Hörnchen ja noch schneller fertig, wenn man nicht darauf warten muss, dass der Vanillepudding kalt wird. So, ich muss jetzt noch ein paar Minuten warten, ehe ich meine Hörnchen in den Ofen schieben kann. Ich habe euch zwar gesagt, ihr sollt den Backofen vorheizen, bevor wir den Teig gemacht haben, aber ich selber habe es dann gar nicht gemacht, ich habe es vergessen. Die sehen, wie gesagt, soweit ganz lecker aus. Ich warte jetzt noch, bis mein Backofen vorgeheizt ist und dann zeige ich euch nachher das Ergebnis. Schaut euch mal diese Brummer an. Die sind echt riesig geworden, hätte ich gar nicht gedacht. Die werden wir uns heute Nachmittag schmecken lassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und guten Hunger.